Fünfter Spieltag der Oberliga Nord. Heutige Partie Hannover Indians gegen die Miners aus Herne. Herzlich willkommen zu unserer Live-Übertragung via Spray TV. Letzte Saison kurzfristig hier am Pferdeturm gespielt. Hat da einige, die ihn gerne behalten hätten. Erste gute Möglichkeit, Timo Herden zur Stelle. Donk aufgepasst. Er spielt sich da geschickt hinterm Tor. Vors Tor. Nächste Möglichkeit. Schön freigespielt, aber Herden passt auf. Schöner Block und die Kontermöglichkeit. Das ist eine gute Torchance für die Indians. Skorkos. Wieder Belendia. Becker mit der Stockhand. Nächster Schuss. Obersen kriegt da die Scheibe geklaut. Riesenmöglichkeit für die Miners. Und Dennis Palka, ein bisschen Platz da zentral. Rückhand, Schuss, das Schuss! Nochmal Matthias Vartinen. Bereits schon ein Powerplay-Tore erzielt. Der Topwert momentan in der Oberliga Nord. Teilt sich die Position mit zwei Scorpion-Spielern. Billens, wieder Vartinen. Da ist es! Und Flo kann hier in die Zukunft gucken. Matthias Vartinen. Mit seinem vierten Powerplay-Treffer. Diese Statistik hatte ich natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber Flo hat es ja gerade gesagt. Und die 1-0 Führung für die Hannover Indians. 2 Minuten vor Ende des ersten Drittels. Und das insgesamt 5. Saisontor für Matthias Vartinen. Beide landet bei Ahoniemi. Der nimmt Eriksson mit. Er versucht mal spitzen Winkel und da brennt es lichterloh. Gute Chance. Pillins, Vartinen. Pillins zieht einfach mal ab. Nachschuss für Petersen. Und Jussi Petersen trifft zum 2:0 für die Hannover Indians erneut im Powerplay. Sein erstes Saisontor in der Hauptrunde für den Neuzugang von den Dresdner Eislöwen. Und wir schauen uns noch mal an, hier der Abschluss und dann im Nachschuss überwindet Jussi Petersen Finnbecker und stellt die Uhr auf 2:0 für die Hannover Indians. Jetzt können sich befreien. Enhock macht er super. Gut Speed drauf, Hugo Enhock. Aber Timo Herden. Eriksson, Samuel Eriksson und Anjemi. Oha. Und Timo Herden zur Stelle. Petersen, Vartinen. Petersen. Und Finnbecker rettet in höchster Not. Messing erstmal mit dem Weg über die Mittellinie, um dann die Scheibe tief zu spielen. Bacek, Palka, Palka. Finnbecker weit aus dem Tor, aber unterm Strich alles richtig. Run. Gutes Vorchecking. Hot. Och, knapp vorbei. Oh, guter Schuss, aber wieder Becker mit der Fanghand. Hier dazwischen. Ja, jetzt Platz für Palka so ein bisschen. Wird er leicht ins Straucheln. Der will Zernickel ab. Schöne Aktion von Dennis Palka. Dunk, super gespielt, Riesenchance für die Miners. Aber die Dinger müssen dann halt auch rein. Und jetzt die Chance für die Indians. Über Palka. Du meine Güte, aber Palka gewinnt die Scheibe zurück, trifft dann aber auch nicht. Und jetzt ist das Spiel unterbrochen. Jetzt geht es auch noch mal zur Sache auf dem Eis. Es liegt auf jeden Fall ein verletzter Spieler hinter dem Herner-Tor. Dennis Palka wurde da jetzt auch von hinten angegriffen. Ich glaube, es war Robin, oder? Robin Palka, korrekt. Riskanter Pass, auch wieder abgefangen. Ganz schlechter Pass. Und Matthias Vartinen netzt in das leere Tor ein und erzielt damit höchstwahrscheinlich die Vorentscheidung hier zum 3:0 für die Hannover Indians. Und
Und damit ist Matthias Wartin augenblicklich der Top-Torjäger der Hannover Indians. Wieder mit einem Doppelpack am heutigen Abend. Zweite Mal am heutigen Abend, 1976, Matthias! Und das Tor. Im Anschluss nochmal. Teddy Meiners. Das wird Timo Herden jetzt ärgern, natürlich. Das denke ich auch. Ich denke, und es war Michel Ackers mit seinem dritten Saisontor. Da habe ich mich vielleicht doch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. 2 Minuten vor Schluss. Jetzt das 3-1. Das werden nochmal spannende, knappe 2 Minuten. Und Powerplay-Tor. Keine Sicht für Timo Herden. Die Uhr ist, lassen Sie sich davon nicht ein bisschen täuschen, die hängt bei uns jetzt etwas zurück. Wir sind noch 1:49. Aber die Zeit wird nicht mehr reichen. Nein. 3 Sekunden, 2, 1. Und dann ist das Spiel vorbei. Die Hannover Indians bringen den Sieg nach Hause. 3-1 schlagen sie den Herner e.V. vor doch spannenden letzten Minuten nochmal in einem doch unterm Strich ansehnlichen Eishockeyspiel. Nicht immer hochklassig, aber viel Kampf.